Nürnberg, Kaiserslautern, Nürnberg. Sebastian Kerk ist jetzt wieder bei seinem Wunschlieblingsverein angekommen, hier im Max-Morlock-Stadion. Am nächsten Sonntag geht's los, dann geht's gegen seine ehemaligen Kameraden. 5 Wochen Vorbereitung, Sebastian Kerk, sind es dann so die schönen Momente, mal was anderes zu tun, mal die Handgelenke zu bewegen, Autogramme schreiben, sich mit den Fans zu beschäftigen? Doch, das ist immer ja willkommene Abwechslung und ich denke, es gerade nach den 5 Wochen ist, das macht es mal ja auch Spaß, sich mit den Fans ein bisschen auszutauschen. Wie war die Vorbereitung? Steckt sie noch in den Knochen? Ja, ich denke schon. Wir haben hart gearbeitet, wir hatten wenig freie Tage und sind jetzt froh, dass es ja jetzt endlich nächste Woche losgeht. Wie hat es sich heute angefühlt? 11.000 Zuschauer, letzter Härtetest. Ich glaube, wir haben uns ganz wacker geschlagen. Ein positives Ergebnis konnten wir jetzt die Vorbereitung abschließen und wir freuen uns jetzt nächste Woche auf den Ligastart gegen Kaiserslautern. Torchancen noch liegen gelassen, habt ihr euch die aufgespart? Hoffentlich. Gibt es überhaupt noch was, an was ihr arbeiten müsst oder einfach sagen, die Formen, die ihr jetzt habt, einfrieren, konservieren und nächsten Sonntag wieder auspacken? Ich glaube, man kann immer was zum Nörgeln finden und ja, ich glaube, wir werden intensiv schauen, was wir jetzt nicht so gut gemacht haben im Spiel. Es gab aber auch schon ein paar gute Szenen und ja, wir hoffen, dass wir jetzt die Form in die Liga mitnehmen können und dann schauen wir mal, was möglich ist. Alle Vorbereitungsspiele gewonnen. Was zeichnet euch aus deiner Sicht aus? Ja, ich glaube, wir sind eine geile Truppe. Ich denke, das ist unser ganz, ganz großes Plus. Wir sind einen guten Teamgeist und ja, ich denke, das zeichnet uns aus. Und du bist der Kaiserslautern-Experte im Team, also wirst du in der Woche viel mit dem Trainer reden? Schauen wir mal, ob ich mal zu Wort kommen darf. Was muss man bei Kaiserslautern beachten oder willst du soweit noch gar nicht nach vorne denken? Was muss man bei Kaiserslautern beachten? Ich glaube, die haben auch eine gute Mannschaft, aber wir müssen uns nicht vor denen verstecken und dann sehen wir mal, was nächste Woche möglich ist.